Grüßt euch, Freunde. Ihr habt euch bestimmt auch schon mal gefragt, genauso wie ich meine Mutter als Kind gefragt habe, wie es sein kann, dass so viele Menschen schiefe Zähne haben, dass sie eine Zahnspange brauchen, dass kein Platz für die Weisheitszähne in ihrem Kiefer ist, in ihrem Mund ist. Wenn man 10.000 Jahre zurückschaut, dann fällt auf, dass die Menschen oder die Schädel, die aus dieser Zeit stammen, alle perfekte Zähne haben. Sie haben ein breites Gesicht, sie haben starke Wangenknochen, sie haben breite Kiefer. Sie haben breite Kiefer und gerade Zähne. Es gibt primär zwei Gründe für dieses Problem. Und der erste und wichtigste Grund, und so hat mir das damals schon meine Mutter erklärt, aber tatsächlich ist das jetzt inzwischen auch evident, dass die industrielle Ernährung, die Lebensmittel, die wir heutzutage zu uns nehmen, die gekocht sind und verarbeitet sind, nicht genügend Impulse liefern, um das akkurate Wachstum unseres Kiefers und unserer Zähne ausreichend zu stimulieren. Die Menschen in der damaligen Zeit, also vor 10.000 Jahren, circa 4 Stunden täglich mit Kauen verbracht haben. Ja, um ein Organ zum Wachsen zu bringen, braucht man immer Impulse. Ein Muskel zum Wachstum zu bringen, einen Knochen dazu zu bringen, mehr Dichte aufzubauen, größer zu werden, muss er stimuliert werden. Und er wird nur stimuliert, indem wir ordentlich, also gerade die Kieferpartie wird nur stimuliert, wenn wir ordentlich kauen. Wenn wir faserreiche Nahrung zu uns nehmen oder auch auf Knochen rumkauen würden. Ja, die Polynesier beispielsweise haben weltweit die besten Zähne, die wenigsten Zahnfehlstellungen. Und sie ernähren sich sehr viel von Kokosnüssen, wo man sehr viel kauen muss, und von Fisch. 4 Stunden tägliches Kauen. Das regt die Osteoplasten im Kiefer an zum Wachsen. Das regt auch die Wangenknochen, die auch ein Zeichen für sexuelle Reife sind, an, sich weiter auszubilden. Und du kannst noch im Erwachsenenalter einen großen Einfluss auf deine ganze Gesichtsstruktur ausüben, indem du viel kauen. Also man kann zum Beispiel, wenn du nicht weißt, was du kauen sollst, und falls du mal in eine Überlebenssituation kommst, hier, das da ist ein Kiefer, man kann beispielsweise Kiefernadeln kauen. Die haben 4-mal so viel Vitamin C wie Zitronen. Außerdem sind Tannine darin enthalten, die gegen Parasiten wirken, ja, gegen Darmparasiten beispielsweise. Oder auch wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf das Krebsgeschehen haben. Es ist ganz wichtig, ordentlich zu kauen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass gerade Samen wie Sesam oder andere Nüsse sehr, sehr hilfreich sind. Denn wenn man sich unsere Zähne genau betrachtet, dann sind sie sehr gut dafür geeignet, sehr harte Sachen zu zermahlen, wie beispielsweise Nüsse oder andere Samenkerne. Die Zähne brauchen wirklich diesen Stimulus, um gesund und leistungsfähig zu bleiben, damit sie nicht locker werden, damit sich der Kieferknochen nicht zurückbildet. Das ist nämlich bei ganz vielen Menschen der Fall, dass sich der Kieferknochen zurückbildet, weil eben nicht genügend Wachstumsimpulse gesetzt werden durch mangelndes Kauen. Ja, vor allen Dingen wirklich faserreiche Sachen und harte Sachen kauen,
Und dadurch wirst du einen breiteren Kiefer bilden. Und besonders in der Jugend ist das sehr wertvoll. Gerade wenn du schöne Kinder haben willst, solltest du ihnen ordentlich was zum Kauen geben. Das ist Nummer 1, das Kauen. Und dadurch, nochmal, gerade während der Kinder- und Jugendzeit bildet sich der Kiefer nicht richtig aus und es findet eine Degeneration statt. Und diese Degeneration kannst du daran erkennen, wenn du einen Menschen von der Seite anschaust. Da kannst du es erkennen, wenn die Stirn und Kinn müssen auf einer Linie sein. Es muss hier so eine Linie geben, wenn man von der Seite schaut. Und wenn man ein fliehendes Kinn hat, ja, dann ist das in der Antlitzdiagnostik beispielsweise auch ein Zeichen für eine schlechte Genetik. Aber tatsächlich kommt sowas zustande durch mangelndes Kauen und durch schlechte Ernährung, schlechte Nahrung. Der zweite Punkt ist die richtige Zungenposition. Wenn die Zungenposition nicht die richtige ist, das bedeutet, die Zunge muss locker, völlig entspannt am Gaumen anliegen, ohne dabei die Zähne zu berühren oder nur ganz leicht die Zähne berühren. Der Kiefer muss völlig entspannt sein. Wenn das der Fall ist, dann findet eine Übertragung von elektromagnetischen Impulsen statt. Und es gibt Osteoplasten und Osteoklasten. Ja, die einen Osteoplasten bauen den Knochen auf, die anderen ab. Und nur wenn die Zungenposition ideal ist, dann findet auch das maximale Wachstum des Kiefers statt. Und die optimale Ausbildung des Kiefers und der Zähne. Und man kann alleine, und das ist auch eine schon lange bekannt seit den 80er Jahren in der Zahnorthopädie, dass man allein durch die Korrektur der Zungenposition Zahnfehlstellungen korrigieren kann. Wenn die Zunge nicht an ihrem richtigen Platz ist und da die Ursachen dafür sind noch nicht wirklich bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Neurosen zu tun hat und es auch zu tun hat beispielsweise mit dem Stillen von Kindern. Wenn Kinder nicht gestillt werden, nicht lang genug gestillt werden oder wie gesagt durch Neurosen, das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen, aber dann macht die Zunge allerlei Sachen, die Menschen beißen ihre Kiefer, ihre Zähne fest zusammen und das alles ist nicht besonders hilfreich, denn das Ganze führt dazu, dass sich der Kopf nach vorne verschiebt. Ja? Also die optimale Position nicht mehr vorhanden ist und der Kopf verschiebt sich häufig nach vorne. Das nennt sich dann Handynacken. Das hängt mit der Zunge auch zusammen, denn ihr müsst euch vorstellen, dieses Gewicht, was die Zunge hat, das sind nur ein paar hundert Gramm, aber wenn die nicht optimal liegt, die Zunge, dann kann das dazu führen, dass der gesamte Körper Faxen macht und der Kopf sich nach vorne verschiebt, um diese Fehlhaltung auszugleichen. Das führt jetzt wiederum dazu, dass das Gehirn, wenn der Kopf nach vorne geschoben ist, der Neokortex nicht richtig durchblutet wird und es Probleme mit der Nackenmuskulatur gibt. Mit dem Nacken, nicht nur mit der Nackenmuskulatur, sondern mit dem Nacken, mit den Wirbeln, Atlaswirbel und so weiter, den Wirbeln der Halswirbelsäule. Und diese Knorpel der Halswirbelsäule sind etwa nur so dick wie ein 5-Cent-Stück. Die können also schnell Schaden nehmen und wenn die Schaden nehmen und du Entzündungen in diesem Bereich hast, dann ist die Kacke am Dampfen. Und jetzt geht es noch weiter, es kommt noch schlimmer. So, wenn jetzt also der Kopf nach vorne geht
dann sinkt der Brustkorb ein. Der Brustkorb sinkt ein. Und das hat, das nennt man dann den sogenannten Handynacken. Und der ist statistisch gesehen gefährlicher als Rauchen und Alkohol. Ja, der kann zu massiven Einschränkungen der Atmung führen. Der belastet das Herz, den Magen, die Leber und so weiter. Ihr könnt das jetzt gleich mal ausprobieren. Wenn ihr, vielleicht seid ihr nicht davon betroffen, aber wenn ihr davon betroffen seid und ihr das Kinn, ihr nehmt das Kinn etwas nach hinten und richtet euch auf und ihr werdet gleich feststellen, dass eure Atmung sich vertieft. Denn die gesamte Atemhilfsmuskulatur funktioniert nicht mehr richtig, wenn ihr den Kopf nach vorne schiebt und die Brust einfällt, der Brustkorb einfällt. Das alles hängt zusammen. Die richtige Zungenposition oder die falsche Zungenposition begünstigt den Handynacken. Und über den Handynacken werde ich vielleicht nochmal ein separates Video machen. Es hängt ganz viel damit zusammen, dass die Nackenmuskulatur nicht den richtigen Tonus hat, den richtigen Muskeltonus und generell zu schwach ist. So Leute, ich hoffe, das waren ein paar interessante Informationen. Ich lade euch ein, gesunde Nahrung zu essen, nährstoffreiche Nahrung, natürliche Nahrung, insbesondere Sesam. Sesam war ein Lebensmittel, was von Pythagoras schon sehr angepriesen worden ist. Und Pythagoras war nicht nur irgendwie ein genialer Kopf, sondern er hat auch viel Wert auf die Ernährung und auf körperliche Ertüchtigung gelegt. So, also an erster Stelle sollte man Sesam sehr gut, Nüsse sind sehr gut, aber generell Kokosnüsse sind gut zum Kauen, Fleisch ist nicht schlecht. Und wie gesagt, Kiefernadeln beispielsweise kann man zwischendurch auch mal essen, drauf rumkauen, ist ein bisschen scharf. Bis dahin Leute, Cheerio!